Zeit. Jenseits des Blaus. Das Wichtigste zuerst, wir sind nicht das Zentrum des Universums. Heute können wir das laut sagen, ohne zum Tode verurteilt zu werden. Was vor ein paar Jahrhunderten die Norm war. Als Galileo Galilei seine Zweifel darüber äußerte, dass sich die Erde um die Sonne dreht und nicht umgekehrt, wurde er vom Vatikan auf eine Spur und später in den Hausarrest gestellt. Er wurde verfolgt, weil er glaubte, dass sich die Welt nicht um uns dreht. Aber seitdem haben wir einen langen Weg zurückgelegt und die Wissenschaft hat uns wirklich gedemütigt. Die meisten von uns. Wir wissen jetzt, dass es tausende von Planeten außerhalb unseres Sonnensystems und Billionen in unserer Galaxie selbst gibt. Wissenschaftler schätzen, dass es in unserer Galaxie möglicherweise mehrere 10 Milliarden Sonnensysteme gibt, vielleicht sogar bis zu 100 Milliarden. Fragt man sich, ob es da draußen fortgeschrittene außerirdische Zivilisationen gibt, die auch glauben, dass sie das Zentrum des Universums sind? Unwahrscheinlich. Wenn überhaupt, gibt es da draußen Zivilisationen, die genau wie wir sind, böse, gierig und bereit, das zu suchen und zu zerstören, was anders ist als wir. Wir wissen, dass es in unserer Galaxie mehr als 4000 Exoplaneten gibt, viele davon so groß wie die Erde. Wir wissen auch, dass die Bausteine des Lebens, einschließlich Wasser, Energie und mit dem Leben verbundener Elemente, im gesamten Sonnensystem und im Kosmos vorhanden sind. Aber was wir nicht wissen, ist, wie leicht das Leben beginnt. Ist es ein häufiger Vorfall oder ein seltener? Oder wie lange dauert es? Und wenn wir Vermutungen über die Existenz intelligenten Lebens anstellen würden, würde die Neugier zunehmen. Dies führt uns zu einer der berühmtesten und am heißesten diskutierten Fragen aller Zeiten: Wo sind alle? Die Frage, die erstmals 1950 von dem Physiker Enrico Fermi während eines ungezwungenen Mittagessens gestellt wurde, hat zu jahrzehntelangen Debatten geführt, die als Fermi-Paradoxon bekannt sind. Die Idee geht ungefähr so. Angesichts der Tatsache, dass unser Sonnensystem relativ jung ist, ungefähr nur etwa 4,5 Milliarden Jahre alt, verglichen mit dem Rest des Universums, das etwa 13,8 Milliarden Jahre alt ist, und dass interstellare Reisen mit der Zeit möglich sein könnten, haben die Chancen der Erde bereits von Außerirdischen besucht wurde, ist ziemlich hoch. Außerirdische Zivilisationen hatten viel Zeit, sich zu erheben, auf die Erde zu kommen und sich sogar auszubreiten. Fermi glaubte, dass jede Zivilisation mit einer bescheidenen Menge an Raketentechnologie die Macht hat, die gesamte Galaxie zu kolonisieren. Fermi starb 1954 und hinterließ das Vermächtnis des Fermi-Paradoxons, damit andere es entschlüsseln können. Wenn überhaupt, ist die Möglichkeit, dass Aliens existieren, wahr, der Grund, warum wir sie nicht finden konnten, ist vielleicht, dass sie nicht den Wunsch haben, mit uns zu kommunizieren oder sogar die Erde zu besuchen. Vielleicht sind wir als Rasse nicht interessant genug für sie. Andernfalls beobachten sie uns vielleicht einfach und schweigen, weil sie keinen Kontakt mit ihren kosmischen Nachbarn riskieren wollen, aus Angst, einen möglichen Krieg zu beginnen. Aber nehmen wir an, dass es Aliens gibt, die daran interessiert waren, uns zu finden, und die Neugier siegte. Wie würden sie uns erkennen? Genau wie unsere Erde, die um die Sonne kreist, könnte es andere Planeten mit Zivilisationen geben, die dieselbe Technik verwenden. Ein 2016 veröffentlichtes Papier sprach von 82 Sternen, die die richtige Sicht auf die Erde hätten und sie vom Kosmos aus erkennbar machen würden. Die Bewohner könnten die Erde beobachten und vielleicht sogar daran denken, mit uns zu kommunizieren. Die Forschung wurde daher in einer lokalen kosmischen Nachbarschaft innerhalb von 300 Lichtjahren von der Sonne durchgeführt, die mehr als 300.000 Sterne enthält. Daraus wurde ersichtlich, dass 1.700 Sterne in den letzten 5.000 Jahren in der Lage waren, die Erde zu beobachten. Jeder von ihnen hätte Leben haben können, und wenn ja, hätten sie vielleicht von der Erde und dem intelligenten Leben gewusst, das sie beherbergt. Vor allem in den letzten 100 Jahren haben von Menschenhand erzeugte Radiowellen einen großen Einfluss auf den Weltraum ausgeübt.
Um die Suche einzugrenzen, wählten die Forscher nur Sterne aus, die sich im Umkreis von 100 Lichtjahren befinden und die von der Erde kommende Radiowellen erreichen würden. Es gab 46 Sterne, die sehen konnten, wie die Erde die Sonne durchquerte, während sie gleichzeitig nahe genug waren, um Radiowellen zu erkennen. Es ist jedoch unmöglich, mit Sicherheit zu sagen, ob einer von ihnen ein intelligentes Leben wie unseres hat. Allerdings müssen wir berücksichtigen, dass Licht- und Funksignale, die von einem Sternensystem zum anderen reisen, dies durch die Weiten des Weltraums tun und einige Zeit dauern können. SETI, oder die Suche nach außerirdischer Intelligenz, ist ein Feld, das seit Mitte des 20. Jahrhunderts auf mögliche Nachrichten von außerirdischem technologischen Wesen lauscht. 1977 wurde ein seltsames Signal entdeckt, das aus einem minütlangen Ausbruch von Funkenergie bestand. Es dröhnte kurz durch ein Radioteleskop und dauerte 72 Sekunden. Das Signal enthält einen alphanumerischen Code und wird als WOW-Signal bezeichnet. 50 Jahre später glauben Forscher, die Quelle dieser sogenannten außerirdischen Sendung zu kennen, einen sonnenähnlichen Stern, 1800 Lichtjahre von der Erde entfernt, im Sternbild Schütze. Laut Alberto Caballero, einem Amateurastronomen, ist dieses Signal das beste Anzeichen dafür, dass außerirdisches Leben vorhanden ist, seit unsere Suche nach Leben außerhalb unseres Planeten vor mehr als 6 Jahrzehnten begann. In einem von ihm veröffentlichten Artikel behauptet er, dass es in der Milchstraße mindestens 4 außerirdische Zivilisationen gibt, die unseren Planeten angreifen könnten. Seine Forschung ist jedoch eher ein Gedankenexperiment. Er sagt, dass seine Forschung andere Wissenschaftler vor einem möglichen Angriff warnen soll und nennt die Zivilisationen, die auf die von Menschen gesendeten Nachrichten reagieren könnten. Er stützte sein Denken und seine Forschung auf die Anzahl der Invasionen, die auf der Erde stattgefunden haben, einschließlich des WOW-Signals, und verwendete dann die Daten, um die Anzahl der Exoplaneten in der Milchstraße abzuschätzen. Nachdem er zu dem Schluss gekommen ist, dass es 4 wahrscheinliche Feinde geben könnte, hat er die Wissenschaftler gebeten, in ihrem Enthusiasmus, Nachrichten an außerirdische Wesen zu senden, vorsichtig zu sein, da dies eine außerirdische Invasion auslösen könnte. Während dies ein beängstigendes Szenario ist, sind die Chancen einer Alien-Invasion, die die Erde vernichtet, so hoch wie die, von einem Killer-Asteroiden getroffen und zerstört zu werden. Alberto Caballero hat auch betont, dass solche Ereignisse, wenn sie eintreten würden, etwa einmal in 100 Millionen Jahren stattfinden würden. Also, ich denke, wir sind für eine lange, lange Zeit sicher. Seiner Studie zufolge gibt es möglicherweise nur 1 oder 2 feindliche außerirdische Zivilisationen in der Milchstraße, die möglicherweise auch interstellare Reisen gemeistert haben. Darüber hinaus ist mit Fortschritten in Wissenschaft und Technologie die Häufigkeit von Gesellschaften, seien es menschliche oder außerirdische, die sich der Kriegsführung hingeben, erheblich geringer. Insgesamt kann es jedoch riskant sein, Nachrichten an andere Welten zu senden, die sich außerhalb unseres Planeten befinden und von denen wir nichts wissen. Wir sind definitiv nicht bereit für einen intergalaktischen Krieg. Von der majestätischen Aussicht auf die Säulen, der Schöpfung über die Entdeckung, chemischer Zusammensetzungen von Exoplaneten und atemberaubende Bilder von Nebeln, bis hin zur Entdeckung der entferntesten Galaxie im Universum hat Webb bewiesen, dass sich die 10 Milliarden Dollar und die unzähligen Startverzögerungen gelohnt haben. Und während es das Universum wie nie zuvor aufgedeckt, hat es auch einige atemberaubende Bilder der Himmelskörper unseres Sonnensystems aufgenommen. Jupiter, Neptun, Mars und jetzt der einzige Ort im Sonnensystem nach der Erde, der Flüsse und Ozeane und Wolken hat, Saturns größter Mond, Titan. Webb wird jeden Aspekt der kosmischen Geschichte betrachten, vom Innenleben des Sonnensystems bis zu den entferntesten nachweisbaren Galaxien im frühen Kosmos und alles dazwischen. Mal sehen, ob das Webb-Teleskop während seiner Lebensdauer Anzeichen von außerirdischem Leben erkennen kann. Was denkst du? Orbit. Jenseits des Blaus.